Wir wollen das für euch halt richtig, richtig geil machen. Herzlich willkommen zu DMF, die Gamer, live aus unserem Studio im hohen Norden. Wir haben den 13. September und an meiner Seite sind Dominik, hallo. Und der Marc, hallo. Sehr schön, ja. Eigentlich haben wir heute eine kleine Sondersendung zum Thema Sport. Und zwar haben wir da zum einen heute NHL 15 oder 16? 16. 16, siehst du? Eishockey, so spannend wie noch nie. Das und viel mehr soll NHL 16 bieten. Wir zeigen euch den Trailer. Und Pro Evolution Soccer 2016. Wird der neue Teil von Pro Evolution Soccer besser als FIFA 16? Das und mehr jetzt bei DMF. Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Außerdem haben wir natürlich auch noch, wie jedes Mal, eine kleine Überraschung. Aber so viel kann ich schon mal sagen. Die Überraschung hat nichts mit Sport zu tun. Naja, E-Sport vielleicht. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht, ja. Und ein bisschen Ballaballa und Bunga. Ja, Ballaballa. Bunga-Bunga. Bunga-Bunga, genau. So, ich würde sagen, bevor wir nicht viel Bunga-Bunga machen, starten wir jetzt direkt mit dem Trailer von NHL 2016. 2K60. Und ab. Is all about adjustments. Team play needs to be re-examined. Their team defense has not been very good, and they're not generating any offense. Gentlemen. Ja, NHL 2016 kommt raus für die PlayStation 4, für die Xbox One und für den PC. All that matters. Also diejenigen Modelle. So ask yourself. Das wird doch schon echt genial. Ich habe glaube ich mal NHL 98 gespielt. Ja, das ist ein Fan. Wenn ich das überhaupt mal gespielt habe, dann war es schon. Ich habe früher in der Videothek ausgeliehen. Und das war ein Thema, ganz lustig. Und nicht zurückgebracht. Verkauft. Ja. 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 So toll. Ja, also wir haben halt nochmal komplett so alles ein bisschen überarbeitet. Da haben wir jetzt zum einen halt neue Möglichkeiten als Team zu spielen, also die Spielerauswahl. Wurde nochmal komplett überarbeitet. Es gibt einen Modus für jeden Eishockey-Fan. Das heißt, also ob man jetzt irgendwie als Game Manager, also so als Simulator sozusagen, ob du das machen möchtest. Karrieremodus. Genau. Man kann ein eigenes Dreamteam aufbauen, also man kann sich seine eigenen Spieler zusammenstellen, wenn man halt weiß, wenn man sich mit der NHL so ein bisschen auskennt. Die spielen auch meistens immer nachts. Ja, das ist halt auch so ein bisschen. Also zumindest hier in Deutschland kommt es halt nach. Ne? Und die deutsche Eishockey-Liga, es gibt so auch viele Fans, die den deutschen Eishockey lieben und mögen, ja. Aber er ist halt nicht so intensiv und nicht so. Das ist wie mit Football, das ist ja alles amerikanisch. Ist ja Fußball, das ist einfach, Fußball ist die Welt, ne? Ja. Und alles andere kommt danach. Genau, das kommt mal dazu. Wir haben halt auch noch eine vollständige Kontrolle in jeder Position selber. Das heißt, wir können halt jede einzelne Position von dem Spieler halt individuell sozusagen bestimmen. Was ich ja auch ganz cool finde, eigentlich so. Okay. Ja. Also, genau. Und NHL 2016 erscheint am 17. September 2015. Kaufen. So, genau. Jetzt haben wir halt ein, als weiteres Thema haben wir etwas, wo sich die Geister scheiden. So. Also sind daran noch keine Ehen zerbrochen, wobei auch das könnte ich mir gut vorstellen. aber wir haben halt immer dieses Problem beim Fußball zumindest zwischen FIFA und Pro Evolution Soccer. Genau. Und Pro Evolution Soccer hat ja zurzeit, also die liegen ja zurzeit eher hinten. Was vom Gameplay spricht, also da ist FIFA einfach meilenweit voraus, finde ich. Das ist einfach nur, die spielen sich einfach schlechter, finde ich, die Spieler bei PES. Also da, ja. Ich würde auch sagen, nein. Das doch. Also ich kenne mehrere Leute, die Pro Evolution Soccer halt wirklich sehr, sehr aktiv spielen, die es lieben, die sagen, das ist viel realistischer, es ist von der Technik her viel besser. Natürlich kann man sich bei der Grafik streiten, ja, aber bei FIFA konnte man halt einfach, man läuft über den Flügel rüber, keiner greift mehr an, spielt eine Flanke in den Strafraum rein, Kopfballtor. Ja, das war früher so. Ja, das ist heute auch immer so. Nein, das ist nicht heute so. Doch.
Oder schießt einfach einen steilen Pass hinauf rein. Nee. Und schon ist Tor. Nein, das ist, so einfach ist es auch nicht. Oh mein Gott. Wir können ja erstmal den Trailer uns mal anschauen. Wir gucken, dann diskutieren wir gleich mal weiter. Dann diskutieren wir gleich mal weiter. Ja. Und los geht's. Ab dafür. Allein dieses Intro ist schon göttlich. Ne? So, also es geht 20 Jahre Pro Evolution Soccer. Ja, richtig. Ja. So, also die Grafik hier im Trailer sieht schon verdammt gut aus, vom Spieler her, aber nachher im Spiel ab. Spielfluss. Das ist einfach nicht so das geil. Ist in der Spielfluss. Guck mal, also, guck dir mal den Spielfluss an. Ja, aber viele FIFA-Spieler, die wissen einfach, wovon ich rede. Das ist einfach. Ja, weil sie nichts anderes kennen. Nein, aber da bist du eher auf einen Mann fixiert, mit dem zu dribbeln oder sonst was. Also Tricks sind cool. Habe ich, die Demo habe ich angezockt, aber wenn man als Team, ganzes Team spielen will, ist FIFA einfach um Welten besser. Achso, ja. Ich sehe es anders. Aber gut, ist ja auch nur eine Demo. Also wir haben halt von den Lizenzen her sind halt ist die spanische Liga zum Beispiel mit dabei, was ich ganz, ganz cool finde eigentlich. Natürlich muss man auch bei Pro Evolution Soccer sagen, es gibt halt Mannschaften, das ist nicht so wie bei FIFA. Bei Pro Evolution Soccer gibt es halt Mannschaften, mit denen man halt einfach so gesehen eigentlich schon so gut wie gewonnen hat. Das ist natürlich Barca, es ist Real Madrid. Das sind so diese beiden Mannschaften, mit denen man halt eigentlich immer mit denen spielt. Hat der Gegner eigentlich kaum eine Chance. Das muss man dazu auch nochmal sagen. Ne? Also das ist halt wirklich so nochmal Sache. Also es gibt was jetzt Neues bei Pro Evolution Soccer 2016. Es gibt eine neue Kamera und neue Kommentatoren. Die alten Kommentatoren waren nicht ganz so geil, ähnlich wie bei FIFA. Mhm. Da nehmen sie sich beide nicht so viel. Es gibt eine neue Zweikampfsteuerung. Es gibt jetzt auch dieses Ultimate Team so ein bisschen. Genau, aber zum Beispiel schon beim Menü. Das ist so kacke, was PES da gemacht hat irgendwie. Was Konami da sich dabei gedacht hat. FIFA ist ein cooles Menü, einfach, super verständlich. Und Pro Evolution sogar, das ist einfach so, keine Ahnung. Du kannst bei Pro Evolution sogar mehr einstellen. Ja, aber das ist alles so kompliziert gemacht. Viele Leute, die da jetzt einsteigen, die finden sich dann nicht zurecht. Ja, weil FIFA ist einfach nur so, oh geil, ein Team, ich mache jetzt die Aufstellung 4-3-3, viel mehr kann ich auch gar nicht auswählen und ich spiele jetzt einfach. Bei Pro Evolution Soccer musst du halt viel, viel mehr berücksichtigen. Du musst halt überlegen, was ist, sowas hier zum Beispiel. Du musst halt dein Team von Anfang an richtig einstellen, weil je nachdem, gegen welche Mannschaft du spielst, brauchst du eine andere Taktik. Ja, aber das ist bei FIFA ja auch so. Nein, bei FIFA sagst du einfach, ja, hier, ich spiele. Bei den alten Teilen ja, aber bei den neuen Teilen geht das aus. Ja. Wir werden auf jeden Fall ein Game machen. Ja. Vergleichstest hier, ja. Ne? PES 16 gegen FIFA 16. Genau, guck dir das mal an. Dann gucken wir mal, was sich geiler spielt und. Bitte auch in die Kommentare schreiben, auf was ihr so steht. Ja, genau. Ja, also ich bin definitiv FIFA 16 Fan. Ja. Oh, der sah schick aus. Ich bin PES, aber ich kann FIFA 16 trotzdem. Und ich sage euch auch eins. Diejenigen, die FIFA 16 nur spielen und dann auf einmal auf PES umsteigen, werden niemals gegen einen eingespielten PES-Spieler gewinnen. Diejenigen, die Pro Evolution Soccer spielen und dann FIFA spielen, werden immer, oder zumindest im größten Teil, gegen einen FIFA 16 Spieler gewinnen. Es ist einfach so, weil PES ist einfach viel umfangreicher, viel komplexer von der Steuerung her. Du musst viel mehr Sachen berücksichtigen, bei FIFA drückst du einfach mal Knöpfe und schon schießt ein Tor. Es ist nichts anderes. Doch! Nein! Doch! Früher war es so. Nein! Aber jetzt nicht. Jetzt nicht! Boah, eigentlich ist der Trainer jetzt vorbei. Okay. Wir können nicht aufhören. Max hat schon Angst. Ja, echt. Sehr schön. Ja, was es noch gibt, ist eine überarbeitete Meisterliga bei Pro Evolution Soccer. Es gibt einen verbesserten Club-Modus. Also wir haben halt viel, viel, viel mehr Möglichkeiten bei Pro Evolution Soccer 2016. Wie gesagt, wir werden es auf jeden Fall testen, wo da so die Unterschiede liegen und auch, ob ich als PES-Spieler gegen einen FIFA 16-Spieler überhaupt eine Chance habe, ansatzweise. Ich weiß ja gar nicht, wie Dominik spielt. Kann ja sein, dass er spielt wie Flasche leer. Werden wir mal sehen, ne? Werden wir sehen, ja. Sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Und Marc wird das Ganze kommentieren. Ja, nackt. Ja, okay, mag ich. Nackt? Nee, das nicht. Nee. Nein. Alles klar. Nein. Das war... Eine emotionale Diskussion hier über FIFA und PES. Ne? Ja. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr besser findet. Und dann werdet ihr hier den Vergleich zwischen uns beiden sehen. Ja. Jetzt kommen wir zur Überraschung. Die Überraschung kommt. Ja, ich habe ja schon angekündigt, dass es kein Sportspiel ist. Nein, es ist die Erweiterung von Destiny. Destiny! Destiny awaits me oder so. Es gibt das, ist glaube ich ein PlayStation 4 Exklusivtitel, ne? Genau. Gibt es nur für die PlayStation. Also Halo. Nur für PS4 sozusagen, ne? Ja. So kann man es, also es ist halt eigentlich ist es ein MMO, also ein
Massive Multiplayer Online Game, was aber als Shooter oder als First Person Shooter gespielt wird. Bevor wir lange reden, machen wir den Trailer mal an. Genau. Los geht's. Genau, und da gibt es eine Erweiterung. The Taken King heißt die Erweiterung. Was gibt's da so Neues? Ja, was gibt's Neues in der Erweiterung? Es gibt einen neuen Feind, der auf uns wartet, also der viel, viel mächtiger ist und über World of Warcraft. Ja. Die Gegner sind noch mächtiger und schwerer zu sein. Anders geht's ja nicht. Ja, es ist halt das nächste große Abenteuer, also nochmal mit der Erweiterung. Und wie gesagt, First Person ist das Ganze. Es gibt eine neue Story-Kampagne mit neuen Quests nochmal mit dazu. Also wahrscheinlich das Level wird dann wahrscheinlich auch ein bisschen erhöht. Es gibt halt irgendwie neue Strikes, man kann so Strikes ausgeben, so Spezialattacken. Ja. Grafikmäßig wird sich da bestimmt nicht so viel tun. Nein. Also ist ja schon gut. Also. Ja, es ist. Schöne Grafik. Sieht ganz schön aus, ja. Nächste große Abenteuer in Destiny. Ja, es ist halt auch so ein bisschen im Cinema-Look jetzt auch gehalten, wie man jetzt gerade gesehen hat. Und ja, was ich ganz interessant finde, hat das Marc von kurz angesprochen. Und zwar gibt es halt bei Destiny. Kann weitergehen. Und zwar gibt es bei Destiny ein ganz cooles Feature. Das habe ich gesagt? Ja, du hattest da. Du hattest da vorhin ein bisschen was zu erzählen. Und zwar. Ach genau! Das ist eigentlich kein richtiges Feature, sondern es ist eigentlich so, dass der Publisher oder der Macher gesagt hat, egal ob das Spiel floppt oder nicht. Also. Ja, sie ziehen es durch. Wenn da so viel Geld reinbuddern, bis das funktioniert. Genau. Das machen wir ja auch bei DMF. Und zwar. Also welches Geld, ja. Also es wird demnächst noch einige Änderungen geben. Unter anderem kommen halt noch mal ein paar neue Mikros hier rein. Wir werden das Studio noch mal ein bisschen ausbauen. Also wir wollen das für euch halt richtig, richtig geil machen. Ja. Bis dann der erste Fernsehvertrag für uns sind. Genau. Dauert nicht mehr lang. Also ich meine, es gibt ja auch andere YouTuber, die eine eigene Fernsehsendung bekommen haben. Ja, und die haben noch weniger Klicks als wir. Ja. Das ist ja noch schlechter. Also es gibt auch keine Verhandlungen mit irgendwelchen Fernsehteams oder so. Oder Marc? Nee. Ich darf noch nichts sagen. Ja, nein, also wir bleiben auf YouTube, wir bleiben dem erstmal ganz erstmal treu. Ja. Schauen wir erstmal, wir wollen halt euch zufriedenstellen und glücklich machen und lassen uns da halt nicht unbedingt so reinreden. Okay. Nur von euch. Erstmal zocken wir mal ordentlich, ne? Genau. Das wollen die Leute ja sehen. Deswegen machen wir das Ganze ja auch. Um selbst auch Spaß zu haben. Ja. Sehr schön. Ja, in diesem Sinne, das war's auch wieder mit der neuen Folge. Und jetzt kommt DMF. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende. Schönen Rest noch für euch. Ciao. Tschüss.